Willkommen zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich über ein weiteres Thema sprechen, was ich denke, was einige interessiert und wo ich eben euch noch ein paar extra Infos geben kann. Und zwar grundsätzlich um die Platzvergabe für das Medizinstudium, aber insbesondere im Hinblick auf die Frage, muss ich den TMS wirklich machen? Denn wenn man sich mal die Fakten anschaut, allein die Testteilnahmegebühr sind 100 Euro. Und wenn man sich dazu dann noch viel Übungsmaterial holen will, kommt man da durchaus sehr, sehr leicht über die 200 Euro. Und natürlich stellt sich dort die Frage, reicht mein Schnitt nicht aus, um auch ohne den TMS erfolgreich einen Studienplatz zu bekommen? Erstmal ist es wichtig, die Platzverteilung zu verstehen, um dann auch grundsätzlich zu verstehen, wozu mache ich eigentlich den TMS und brauche ich ihn. Grundsätzlich ist die Platzverteilung in drei Kategorien aufgeteilt. 30% Abiturbestenquote, 10% Eignungsquote und 60% gehen an das Auswahlverfahren der Hochschulen. Bei der Abiturbestenquote, ich denke, das ist ziemlich logisch, geht es eben wirklich nur um euren Abiturnotenschnitt. Da wird auch nichts anderes einberechnet und die mit dem besten Schnitt bekommen einen Platz. Bei der Eignungsquote geht es nur um schulnotenunabhängige Kriterien. Zum Teil werden dort Wartesemester, mittlerweile weniger als früher, berücksichtigt, aber auch Berufsausbildungen, Berufserfahrungen, geleisteter Dienst oder Preise bei Bildungswettbewerben. Diese Kategorie ist relativ klein mit ihren 10%, ist also besonders relevant vermutlich für die, die eben schon Berufserfahrung im Gesundheitssektor gesammelt haben. Genau, und bei dem Auswahlverfahren, das regelt jede Hochschule oder jede Universität individuell. Grundsätzlich gelten aber die Regeln. Natürlich wird der Abiturschnitt mit einberechnet. Allerdings müssen noch zwei Schulnoten, unabhängige Kriterien und ein Studieneignungstest berücksichtigt werden. So ein Studieneignungstest könnte zum Beispiel der TMS sein. Die jeweilige Gewichtung, wie viel Wert wird auf die Abiturnote gelegt, wie viel Wert wird auf den Studieneignungstest gelegt, ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Es gibt noch ein paar Ausnahmen wie Härtefälle oder Nachteilsausgleich. Wenn ihr davon betroffen seid, wisst ihr es mit Sicherheit selber. Ich will darauf jetzt nicht näher eingehen, weil ich nicht denke, dass die Allgemeinheit davon betroffen ist. In jedem dieser drei Verfahren kann man maximal 100 Punkte erzielen. Wie das Ganze verteilt ist, ist wie gesagt individuell für jede Universität anders. Ich kann euch dann auch mal hier ein Beispiel einblenden für jeweilige Hochschulen und welche Prioritäten sie im Auswahlverfahren setzen, also in Bezug auf NC, TMS, weitere Qualifikationen und so weiter. Könnte vielleicht für euch auch relevant sein, wenn ihr sagt, ey, ich will unbedingt an die und die Universität und dann seht ihr, die legt sehr, sehr großen Fokus auf den TMS, dann könnte das für euch auch ein Signal sein, vielleicht sollte ich den TMS wirklich machen, obwohl ich einen sehr, sehr guten Abischnitt habe. Was auch noch sehr wichtig zu erwähnen ist, bis zum Jahr 2020 gab es noch die sogenannte Ortspräferenz. Hochschulen konnten dabei einsehen, ob ihr sie auf Priorität 1 oder eine niedrigere Priorität bei Hochschulstart gelistet habt. Und es gab eben einige Universitäten, die von vornherein Bewerber ausgeschlossen haben, für die diese jeweilige Universität nicht auf Priorität 1 lag. Das war natürlich schon ein gewisser Nachteil und man musste sich wirklich überlegen, okay, wie mache ich das mit den Prioritäten? Mittlerweile wurde das allerdings abgeschafft. Die Hochschulen können nicht mehr einsehen, auf welcher Priorität sie in eurer Liste liegen. Eure Prioritätenliste könnt also wirklich nur ihr einsehen und es hat keinen Einfluss darauf, wo ihr angenommen werdet oder wo nicht. Natürlich hat es einen Einfluss darauf dann im Koordinierungsverfahren, was angenommen wird, was automatisch abgesagt wird und so weiter. Das ist aber nochmal ein ganz eigenes Thema, wie das Ganze funktioniert mit Bewerbungsphase, Koordinierungsphase und so weiter. Da könnte man nochmal ein ganz eigenes Video drüber machen. So, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, das ist die Verteilung und so weiter, was sagt mir das jetzt? Ab welchem Schnitt muss ich den TMS machen? Grundsätzlich war es vor allem im letzten Wintersemester extrem schwer, einen Studienplatz im Bereich Medizin zu bekommen. Der NC für die Abiturbestenquote, also über diese erste Kategorie reinzukommen, lag in jedem Bundesland bei 1,0, nur in Niedersachsen bei 1,2. Ich weiß nicht warum, fragt mich nicht. Meine Quellen sagen das so. Man kann sich also mittlerweile auch mit einem 1,0er-Abi nicht mehr sicher sein, an seiner Wunsch-Uni angenommen zu werden. Ja, mit einem 1,0er-Abi kannst du dir relativ sicher sein, irgendwo angenommen zu werden. Wenn man aber in eine bestimmte Stadt will oder in bestimmte Städte nicht will, ist es mittlerweile relativ schwierig ohne den TMS, sich sicher sein zu können. 90% der Menschen oder vielleicht sogar noch mehr müssen also auf das Auswahlverfahren hoffen. Was passiert also, wenn ich den TMS nicht mache? Dann zählt er einfach als 0 Punkte in eurer Bewertung. Also wenn eine Universität so und so viel Prozent für den TMS einrechnet, so und so viel für den Abischnitt, wird eure TMS-Punktzahl einfach auf 0 Punkte gesetzt. Ihr könnt also, wenn ihr den TMS macht, eigentlich nur gewinnen. Ihr könnt euch nur verbessern, weil macht ihr nicht, habt ihr automatisch 0 Punkte. Mein Fazit daraus wäre jetzt also, habt ihr ein 1,1 Abi oder ein 1,0 Abi und keine Wunsch-Uni, ihr wollt einfach nur irgendwo angenommen werden, dann könnt ihr vielleicht sagen,
okay, den TMS, den lasse ich raus. Aber spätestens ab einem Abischnitt von 1,2 wird der TMS eigentlich Pflicht. Denn es ist mittlerweile leider wirklich sehr, sehr schwer geworden, einen Studienplatz zu bekommen. Ich selbst habe auch ein 1,0-Abi, möchte aber unbedingt in eine spezielle Stadt und habe mich deswegen eben auch entschieden, den TMS zu machen, da es mir nur Vorteile bringt. Am 30. Juni werde ich persönlich dann eben auch meine Testergebnisse bekommen. Die werde ich dann auf jeden Fall auch mal in einem Video teilen und vielleicht interessiert es eben auch einige, wie ich mit so wenig Vorbereitung eigentlich abgeschnitten habe. Und dann ist natürlich die Frage, werde ich an meiner Nummer 1 Priorität auch angenommen. Aber ich sag's euch, investiert die 100 Euro. Vielleicht könnt ihr euch von irgendwem Übungsmaterial ausleihen, müsst nicht unbedingt Geld ausgeben. Aber macht den TMS, es kann euch nur Vorteile bringen und wenn ihr kein 1,0 und kein 1,1er Abi habt, dann würde ich es euch wirklich, wirklich empfehlen. Ich hoffe, das Video hat wieder einmal ein paar Leuten weitergeholfen. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen nice Tag. Ciao, ciao.